Das Durchschnittsalter unserer Mitarbeiter liegt bei ungefähr 48 Jahren. Bis zum Ende der kommenden Dekade werden rund 50% unserer Mitarbeiter altersbedingt ausscheiden. Und das stellt uns natürlich vor große Herausforderungen, gerade vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Enge im Fachkräftemarkt. Wir spüren das dadurch, dass wir in einzelnen Berufen mittlerweile größere Schwierigkeiten haben, geeignete Bewerber zu finden. Das betrifft Chemikanten beispielsweise oder Lokführer. Fachkräftemangel ist bei uns ein Thema. Man merkt es an der Altersstruktur. Die Personalabteilung hat uns ein Tool als Werkzeug in die Hand gegeben, das sogenannte Dashboard, wo die Vorgesetzten die Möglichkeit haben, sich über ihren Anlagenbereich die Altersstruktur anzuschauen und dementsprechend im Vorfeld schon zu planen, welche Positionen gehen in den nächsten 5 Jahren in Rente, dass wir dementsprechend schon genügend Auszubildende reinnehmen. Beim Nachwuchs haben wir einen Bedarf an Ausbildungsplätzen pro Jahr in der Größenordnung von 450 Ausbildungsplätzen. Die Anzahl der Bewerber hat in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen. Um rund 25-30% ist diese Zahl rückläufig. Die ist immer noch groß genug, um die Ausbildungsplätze besetzen zu können. Aber was wir feststellen, ist, dass die Qualität der Bewerber deutlich abnimmt, dass wir entsprechend an der Front der Voraussetzungen für die Ausbildung auch über die Provades nacharbeiten müssen. Gute Auszubildende per se sind ein existenzieller Bestandteil für die Zukunftsoptionen der chemischen Industrie. Circa 70-80% der Mitarbeiter sind über diesen Weg in ihren Fachkräftestatus gekommen und das wird auch auf naher Zukunft oder weiterer Zukunft auch so bleiben. Wir haben verschiedene Personalmarketingmaßnahmen in der Anwendung. Wir versuchen den jungen Leuten und Eltern und Freunden die Attraktivität der dualen Ausbildung klarzumachen. Wir arbeiten eng mit Provades zusammen, um dementsprechend qualifiziertes Personal hier einzusetzen. Wir brauchen junge, engagierte Leute, die in der Anlage arbeiten wollen und auch auf Schichtdienst gehen wollen. Als ich hier damals angefangen habe, habe ich den Industriepark gesehen und dachte so, wow, hier will ich alt werden. Die heutige Generation, die schaut dann eben eher mal gucken, wie lange ich hier bleibe. Wir wollen die Leute hier begeistern für die Anlage und dazu gehört auch ein Wohlfühlgefühl, sag ich jetzt mal. Und das geht einher mit dem direkten Kontakt mit Vorgesetzten. Wir versuchen, im Dialog mit den Leuten ins Gespräch zu gehen und wollen da auch schon ihre Stärken finden und sie dahingehend auch entwickeln, damit sie irgendwann das Gefühl haben, Mensch, ich werde hier gesehen, ich werde hier gefördert, ich werde hier respektiert, ich habe eine anspruchsvolle Ansprache, hier möchte ich bleiben. Die Unternehmenskultur ist für mich ein ganz, ganz wesentliches Element in der Frage, wie wir Mitarbeiter binden. Wir wollen die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir miteinander zusammenarbeiten, die Frage, welche Werte uns bei der Zusammenarbeit leiten, diese Fragen wollen wir deutlich verändern bzw. neue Antworten finden. Und unter dem Initiativennamen Zusammenwachsen sind wir jetzt seit über 3 Jahren dabei, genau dieses zu tun. Das ist aber ein langwieriger Prozess. Das wird auch eine permanente Aufgabe bleiben, weil Unternehmenskultur muss sich auch ein Stück weit immer weiterentwickeln, gerade auch vor dem Hintergrund der sich deutlich verändernden Arbeitswelt ist das eine konstante und permanente Herausforderung und Aufgabe.